Tatort. Bin ich zu spät? Ja, ich bin zu spät, egal. Da, wo haben wir es, Da ist es so. Mann, wer spielt denn heute? Ah, Konstanz. Naja, okay. Erstmal Kuschelhose. Ey, dass die Eva Mattes immer noch die Blumen spielen darf, die könnten auch immer wieder was Jüngeres an Land ziehen. An Land holen? Ach, egal. Boah, ich brauche was zu trinken. Scheiße, jetzt ist mein Wasser nicht da. Eva Mattes. Mein Gott, wie alt ist denn die jetzt? Wie viele Kalorien hat eigentlich Popcorn? Na, mal definitiv weniger als Pizza. Irgendwie 6,20, Speziale 8,70. Sag mal, die haben doch aufgeschlagen. 375 Kalorien pro 100 Gramm. Boah. Ja, aber ganz ehrlich, Popcorn wiegt ja nichts. Oh Mann, das kriege ich nie wieder raus. 61 ist die schon. Oh, hat die eigentlich eine Ausbildung? Pah! Klar, berühmte Eltern. Hallo Eltern, wieso seid ihr eigentlich nicht berühmt? Alter, es nervt. Alleine Tatort gucken macht keinen Spaß. Ich bin müde. Ich bin fett. Ich stehe auf dem Kopf. Sag mal, passiert da heute nochmal was? Eigentlich sollte ich meine Steuer machen. Wer ist jetzt erschossen worden? So, jetzt gucken wir doch mal, was habe ich eigentlich 2012 so verdient? Wie viel verdient ein Tatortkommissar? So, Steuer 2012, zack, bung, bang, geschafft. Also, um was ging's da jetzt nochmal? Da war der Typ mit dem Tattoo im Gesicht, der die gefälschten Papiere hatte, von dem Lobbyist der Atomkraftwerke, der seine Frau betrogen hat. Und die war bei dem Wohltätigkeitsball, bei dem die dann verreckt ist. Bei dem Ball war aber auch der Großcousin der Tante der Schwester von dem Typ mit dem Tattoo im Gesicht und der hat sich als Kellner ausgegeben, um sich auf die Party zu schmuggeln. Aber da er die Kommissarin eine Affäre mit dem neuen Fuzzi bei der Spurensicherung hat und dadurch an dem Abend von dem Ball auf einer Party war, die in der gleichen Straße stattfand wie der Ball, hat die den nachts gesehen. Da war nämlich der Kiosk, an dem die alle noch eine Bratwurst essen waren. Konnte ja nicht wissen, dass Mörder Bratwurst essen. Außerdem kam ja dann noch die Schwester von der Kommissarin, die von dem Bankchef als Geisel genommen wurde. Die hat so scheiße gespielt. Zum Glück wurde die ja dann gleich von ihrer eigenen Schwester der Kommissarin erschossen. Ah. Die könnten sich echt mal was Neues ausdenken. Ich bin eine Tatortleiche, ich bin eine Tatortleiche, ich bin eine Tatortleiche, ich bin eine Tatortleiche, ich... Scheiße.